eines der ältesten Genussmittel der Menschheit. Es erscheint in vielen Farben und Facetten, obwohl es aus nur 4 grundlegenden Zutaten gebraut wird. Hopfen und Malz, Gott erhalt's. So der Spruch, der in aller Munde liegt. Doch auch Wasser und Hefe geben den unzähligen Biersorten ihren typischen Geschmack. Dazu kommt das Handwerk der Brauer, die stets bemüht sind, neue Gaumenerlebnisse zu komponieren. Farbe und Stärke des Bieres werden vom Malz bestimmt. Es wird aus Braugetreide gewonnen, und zwar im Zuge der Vermelzung. Ein kontrollierter Keimvorgang, bei dem im Korn Enzyme gebildet werden, die für den Stärke- und Eiweißabbau während des Bierbrauens notwendig sind. Das gekeimte Korn wird schließlich gedarrt, das heißt getrocknet. Dauer und Temperatur des Darrens beeinflussen Farbe und Aroma des Malzes und damit auch den Charakter des Bieres. Bier und seine Tradition haben seit jeher ein Stück der österreichischen Lebenskultur geprägt und waren schon immer Motor der Kommunikation, der sozialen Begegnung und Ausdruck der Lebensfreude und Gemütlichkeit. Und so werden die Feste rund ums Bier auch gefeiert, wie sie feiern. In Weitra im nördlichen Waldviertel wird seit dem Jahre 1321 Bier gebraut. Somit ist Weitra die älteste Braustadt Österreichs. Diese jahrhundertealte Brautradition wird bis heute fortgesetzt. Mit dem alljährlichen Braukirtag im Sommer lässt man das alte Handwerk des Bierbrauens hochleben. Ein Handwerk, das hier den Bürgern einst Wohlstand und gesellschaftlichen Aufstieg gebracht hat. An vielen Häusern der Stadt ist zu lesen, dass sie das Braurecht innehatten. Und so ist die Bevölkerung bis heute sehr eng mit dem Bier verbunden. Der Bierkirtag im Juli ist zwar kein Erntedankfest, doch man denkt hier beim einen oder anderen Schluck sehr wohl an die reife Braugerste, die von den Feldern eingebracht wird. Die Weite des Weinviertels mit sanften Erhebungen ist prädestiniert für die Landwirtschaft. Seit jeher gilt dieser Landstrich als die Kornkammer Österreichs. Nährstoffreicher Boden, guter Wasserhaushalt und das kühle Klima tun dem Getreide gut, so auch der Braugerste. Was hier gedeiht, wird wohl überlegt im Frühjahr als Saatgut der Sommerbraugerste ausgebracht. Franz Denk ist Landwirt und Teil einer Braugersten-Erzeugergemeinschaft, die rund 15.000 Tonnen des heimischen Bedarfs produziert. Hier wird gerade das 1000-Korn-Gewicht festgestellt. Daraus wird bei der Aussaat die Kornmenge des Saatgutes pro Quadratmeter errechnet. 280 Körner sollen es sein, keines zu viel und keines zu wenig. So wird auch die optimale Nährstoffversorgung aus dem Boden gewährleistet. Denn die Braugerste hat viele spezielle Eigenschaften für den Brauprozess mitzubringen. Die wichtigste ist der Eiweißgehalt. Denn das Protein ist für die Schaumbildung zuständig. Es ist also eine Wissenschaft für sich. Bier beginnt eben wohl durchdacht und ganz klein als Getreidekorn. Der Klimawandel mit seinen steigenden Temperaturen macht der Sommerbraugerste allerdings zunehmend zu schaffen und stellt neue Anforderungen an die Landwirtschaft. Österreichweit widmen sich mehrere Forschungsanstalten der Entwicklung neuer Sorten, denn die steigenden Temperaturen im Frühjahr und wenig Niederschlag machen den Ertrag der Sommerbraugerste zunehmend instabiler. Eine Alternative dazu ist die Winterbraugerste. Auf Versuchsfeldern in Probstdorf werden daher unterschiedlichste Sorten entwickelt. Der Vorteil liegt in der frühen Aussaat im Oktober.
So kann die Braugerste schon über die eher milden Wintermonate gut ankeimen und sich ausreichend mit Nährstoffen versorgen. Ja, wir sind hier in einem Versuchsfeld, wo hunderte verschiedene Zuchtlinien nebeneinander angebaut werden und wo wir ganzes Jahr beobachten, wie ist der Ertrag, wie ist die Standfestigkeit, welche reift früher, und am Ende der Saison mit den vielen Daten selektieren wir dann die besten Linien, die dann in die nächstjährige Prüfung weitergehen. Auch die Bundeshauptstadt Wien ist reich an Ackerflächen. In Oberla wurde bereits im Frühherbst die Winterbraugerste ausgebracht. Im März wird der Boden gestriegelt und von verrottetem Material befreit. Katharina Wieseltaler ist Biobäuerin. Sie setzt schon seit Jahren auf die Vorteile der Winterbraugerste. Denn diese ist schon im Frühjahr gut verwurzelt. Ja, man sieht hier schon die langen Wurzeln. Der Vorteil ist eben dadurch, dass wir sie Ende September, Anfang Oktober schon anbauen, dass sie erstens 9 Monate im Boden ist. Wir nutzen die Winterfeuchte aus. Und das heißt, sie ist auch trockenresistenter. Und durch diese langen Wurzeln ist sie optimal versorgt. Und somit erfüllt sie die Kriterien für die Braugerste. Anfang Juli ist es dann soweit. Gegen Ende der Reifephase steht eine wichtige Kontrolle an. Das Getreide wird auf seinen Feuchtigkeitsgehalt überprüft, um den optimalen Erntezeitpunkt festzustellen. Gleich vor Ort wird das Korn von der Schale getrennt, um es in einem geeichten Gefäß zu messen. Auch der Mehlkörper wird optisch beurteilt. Maximal 15% Feuchtigkeit darf das Korn der Braugerste haben. Es ist aber noch zu feucht und muss daher in der sommerlichen Wärme ausreifen. Doch nicht nur im Süden Wiens gedeiht das goldgelbe Korn. Auch in den nördlichen Bezirken wird Winterbraugerste angebaut. Landwirtschaft mitten in der Stadt. Was glaubt euch, der Ertrag ist zufrieden? Wahrscheinlich schon. Schaut gut aus. Ich bin zufrieden, so wie es da steht. Der heurige Mai hat uns gerettet. Innerhalb der Stadtgrenze wird auf einer Gesamtfläche von über 105 Hektar Winterbraugerste angebaut, die sich tatsächlich auch im Wiener Bier wiederfindet. Sozusagen vom Acker ins Glas. Insgesamt haben 11 Wiener Bauern aus dem 10. Bezirk, aus dem 21. und aus dem 22. Bezirk Verträge abgeschlossen. Die Gerste wird auch in Wien verarbeitet, nämlich Winterbraugerste. Und das ist, glaube ich, gerade in Zeiten wie diesen ein kluger Schritt. Regionale Wertschöpfung, regionale Herkünfte zu verwenden. Und mit der Winterbraugerste ist hier ein Projekt einer regionalen Kreislaufwirtschaft gelungen. Die Malzfabrik in Wien-Stadlau ist von historischer Bedeutung. Gegründet 1884, ist sie heute noch eine der ältesten Malzfabriken Europas. Nach der Anlieferung hat das Getreide vor seiner Verwandlung zu Malz noch einige Tests zu bestehen.
Im Labor werden nach strengen Kriterien verschiedene Parameter gemessen. Wesentlich ist dabei die Keimfähigkeit der Gerste. Um das Getreide zum Keimen zu bringen, wird es zuerst befeuchtet. Danach wird das durchfeuchtete Korn in einer riesigen Rotunde langsam bewegt. Nach einigen Tagen beginnt es auszukeimen. Durch den Keimvorgang werden im Korn Enzyme aktiviert und gebildet, die später hauptsächlich für den Stärke- und Eiweißabbau während des Bierbrauens notwendig sind. Nun wird das Grünmalz in der Darre getrocknet. Die Dauer und die Temperatur beim Darren sind für die Farbe und das Aroma verantwortlich. Je heißer geröstet wird, umso dunkler die Farbe. So ergeben sich auch unterschiedlichste Malzsorten für unterschiedliche Bierstile. Ständige Qualitätskontrolle ist oberstes Gebot. Neben Pilsner oder Münchner Malz ist das Wiener Malz von besonderer historischer Bedeutung. Es ist etwas dunkler und verleiht dem Bier die typische Bernsteinfarbe. Ein bekannter Vertreter ist das Wiener Lager, das seine eigene urösterreichische Geschichte hat. Denn Österreichs berühmtester Bierstil hat die Braukultur weltweit nachhaltig verändert. In den Bierwirtshäusern und Gasthofbrauereien der Wiener Stadt erlebt die Tradition des Bierbrauens wieder neuen Aufschwung. Mittlerweile kann man aus einem reichhaltigen Sortiment wählen. Doch Bier war einst nicht immer verfügbar, genauer gesagt nur in den Wintermonaten. Denn untergäriges Bier verlangt eine kühle Vergärung. Da es anno dazumal bei der Bierherstellung nur Natureis zur Kühlung gab, konnte im Sommer nicht gebraut werden. Durch die Hitze war es schnell verdorben und ungenießbar. Deswegen wurde das letzte Bier im März traditionell auch stärker eingebraut. Dieses Märzenbier konnte durch den höheren Alkoholgehalt und die vermehrte Zugabe von Hopfen den Sommer in kühlen Kellern überstehen, bis im Herbst ab Michaeli am 29. September wieder gebraut wurde. Der neue Braujahrgang begann daher, als die Außentemperaturen wieder niedriger wurden. In Anlehnung an diese alte Brautradition wird heute noch in den Brauereien am 30. September der Brausilvester zelebriert. Auf der Wiener Wiesen wird der Brausilvester jedenfalls gefeiert. Naja, wie es sich eben gehört. Einmal im Jahr. Und zur Geselligkeit gesellen sich auch die Anekdoten und geflügelten Wörter. Ja, Hopfen, Malz verloren. Natürlich, das war etwas ganz Schlimmes, wenn das verloren war. Das wertvolle Getreide, das sehr teure Hopfen, das grüne Gold des Bieres war verloren. Und man hatte kein Bier. Na, woher kommt es? Natürlich vom Brauen. In früheren Zeiten, bis zur Erfindung der Kühlmaschine, war man auf die Außentemperaturen angewiesen.
mit der Spontangärung, die heiße Wurzel wurde auf das offene Kühlschiff ausgeschlagen. Man hat den ganzen Tag gebraut, am Abend wurde es ausgeschlagen, das Kühlschiff war ein großer Raum, gut belüftet, sehr gut beschattet, die Würze war die Oberfläche vergrößert, in der Nacht ist es kühler, das Ganze ist ganz automatisch abgekühlt worden, aber auch von den Mikroben aus der Luft besiedelt worden. Das war die sogenannte Spontangärung. Heute ist so ein wunderschöner Tag, es ist sehr schön warm. Und wenn es so warm ist, sind nicht nur wir sehr lebhaft, sondern auch die Mikroben. Und bei so einem schönen warmen Wetter waren natürlich die Mikroben derartig aktiv. Das Bier wurde sauer, wir kennen das, die Milch wird sauer. Es haben sich ein Schimmelrasen drauf angesiedelt. Naja, dann konnte man es nicht mehr trinken, denn dann war alles verdorben. Es war Hopfen und Malz verloren. Ganz etwas Schlimmes. Und wenn jemand trotzdem wieder braute, wenn es so warm war, dann sagte man, ach, vergiss den, bei dem ist Hopfen und Malz verloren. Er hat nicht aus seinem Fehler gelernt. An der Verbesserung der Bierherstellung wurde indes ständig gearbeitet. Eine der wichtigsten Neuerungen war das Wiener Lager. Ein Bierstil, der vor fast 200 Jahren in Schwechat seinen Anfang nahm und die Welt eroberte. Dahinter steht der Pioniergeist von Anton Dreher. Er hatte in England neue Brautechnologien und Maschinen kennengelernt und mit diesem Wissen im Jahre 1841 eine neue Produktionsmethode entwickelt. Die notwendige kühle Vergärung für die schmackhafteren untergärigen Biere war dann dank der neuen Kühltechnik von Karl von Linde ab dem Jahr 1878 tatsächlich ganzjährig möglich. Mit seinem neuen Bierstil, dem Wiener Lager, revolutionierte Anton Dreher weltweit die Brautechnik. Das Lager steht seither rund um den Globus als Überbegriff für untergärige Biere. Das Neue von Anton Dreher war eben nun, dass er erkannt hat, dass sich die Gärung und Lagerung mit der untergärigen Hefe bei kühlen Temperaturen durchführe und diese Biere dann auch stabiler sind, wenn sie länger gelagert wurden. Daher auch der Begriff Lagerbier. Und was dann zudem noch dazu kommt, wenn die Biere länger gelagert sind bei kalten Temperaturen, dann klären sie sich auch besser. Sie werden, obwohl es damals die Filtration noch gar nicht gegeben hat, setzen sich die Hefezellen und die Eiweißpartikel ab und damit ist das Bier heller in der Farbe und auch glänzender, nicht so trüb. Die Farbe des Bieres ist damals erstmals sichtbar geworden, als Gläser auch für die breite Bevölkerung leistbar waren und der alte Tonkrug ausgedient hatte. Geschmacklich vereint mit dem Wiener Malz entsprach das Wiener Lager dem Zeitgeist von einst und wurde so zum Modegetränk der Gesellschaft. Man trinkt eben auch mit dem Auge. Doch manche Wahrnehmungen und Assoziationen täuschen. So ist die Dose zum einen liebevoll als das kleinste Fass der Welt bezeichnet, zum anderen noch immer sehr stark mit Vorurteilen behaftet. Flasche oder Dose? Das ist oft die Frage. Die Dose, einst aus einfachem Blech, das natürlich auch rosten konnte, wurde stets weiterentwickelt. Heute ist Aluminium der Standard. Der größte Feind des Bieres ist Licht. Deshalb gilt die Dose unter Bierkennern als die ideale Verpackung. Sie kann nicht brechen und ist gut recycelbar. Sieht man also vom eher unromantischen Image der Dose ab, so ist sie rein technisch und qualitativ betrachtet der Flasche durchaus ebenbürtig. Obwohl sich landläufig die Meinung hält, Bier aus der Dose schmeckt metallern, blechern, ist das, wenn man es in einer Blindverkostung durchführen würde, wird man sicher keinen Unterschied feststellen. Und das Bier ist nicht auch extra gebraut für die Flasche oder für die Dose, sondern es wird die jeweilige Sorte, wann der Zeitpunkt ist, abgefüllt. Das Thema Dose hat auch bei vielen kleinen Craft-Bierbrauereien einen großen Stellenwert. In Hinterhöfen, privaten Kellern oder ehemaligen Gewerbebetrieben wird gerne experimentiert. Hinter der bunten Kulisse eines Bierfachgeschäfts im 6. Wiener Gemeindebezirk ist eine kleine Brauerei versteckt.
Auch sie hat sich dem Wiener Lager verschrieben. Das Wiener Lager hat so ein bisschen eine Renaissance erlebt in den letzten Jahren. Es wurde von größeren Brauereien wieder ins Leben gerufen. Und dann habe ich gesagt zu meiner Mannschaft, lass uns doch ganz einfach ein bisschen einen jungen Spirit reinbringen in das Thema Wiener Lager. Und dann haben wir ein bisschen ein Sauermalz dazugegeben, ein bisschen ein Melatoninmalz und sind sonst eigentlich sehr klassisch. Und so ist dann ein malziges Wiener Lager entstanden, ein bisschen hopfenintensiver im Vergleich zu den anderen. Unser Wiener Lager ist dadurch natürlich eine kreative Interpretation des altehrwürdigen Wiener Bierstils des Wiener Lagers. Das Wiener Lager erlebt seit einigen Jahren eine Neuauflage. Vor allem Österreichs Kleinbrauereien bieten eine breite Vielfalt des berühmten Bierstils. Und so tüftelt man in der Craft-Bier-Szene an so manch anderer Rezeptur. Seit über 20 Jahren habe ich eigentlich nur für mich in meinem Keller gebraut. Und jetzt in ein bisschen größeren Mengen das Bier zu produzieren, eine eigene Brauanlage, da habe ich mich nicht wirklich drüber getraut. Und es gibt so viele Brauereien und Freunde in Brauereien, mit denen ich schon seit vielen Jahren gut verbunden bin. Und da habe ich mich dann entschlossen dazu, eigentlich als Wanderbrauer zu arbeiten. Ich habe 3, 4 Brauereien, mit denen ich jetzt zusammenarbeite. Und das Wanderbrauen ist auch eine sehr interessante Geschichte. Denn auf der einen Seite, man hat eine tolle Infrastruktur in einer Brauerei. Man kann dort arbeiten. Man braucht nicht dieses große Risiko auf sich nehmen, denn es ist wirklich ein schwieriges Business. Und es macht unheimlich viel Spaß, auch dieser Austausch mit den Braukollegen, mit denen man gemeinsam dann in der Brauerei an seinen Bieren arbeitet. Heute ein Pils, morgen ein Porter. Kleine Brauereien sind flexibel und können ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Der gelernte Brauer Alexander Forstinger hat mit seiner Brauerei in einer alten Klavierfabrik den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Mit dem Aufkommen der Craft-Bier-Bewegung hat sich nicht nur das Spektrum der Bierstile vergrößert, sondern auch die Anzahl der Brauereien. Eine Vielfalt, die bereichert und auch verbindet. Das ist überhaupt keine Konkurrenz, sondern das sind Mitbewerber, die kämpfen sozusagen alle um dieselbe Mission, die wir haben. Weil wir kämpfen da eigentlich alle fürs Bier. Und jeder, der uns da hilft, bei unserer Mission neue Sorten rauszubringen, eine neue Sortenvielfalt rauszubringen, der ist natürlich unser Freund und wir helfen uns da alle gegenseitig. Und wir sind dafür jede neue Sorte und jedes neue Bier sehr, sehr glücklich. Klein- und Craft-Bier-Brauereien haben mengenmäßig zwar einen geringen Anteil am heimischen Biermarkt, sie haben jedoch das Bier-Image nachhaltig gewandelt. Die zahlreichen kleinen und großen Brauereien in Österreich haben auch wirtschaftliche Bedeutung. Mehr als 300 Braustätten brauen etwa 9 Millionen Hektoliter Bier. Umgerechnet ergeben sich daraus knapp 2 Milliarden Krügerl. Ich glaube, umso mehr wir globalisiert werden, desto mehr stärkt sich auch das Bedürfnis zur Regionalität. Und wir haben alle Rohstoffe direkt vor der Haustüre. Das heißt, wir haben die Gerste vor der Haustüre, wir haben den Hopfen vor der Haustüre, wir haben die meisten Unternehmungen haben ja eigenes Wasser. Das heißt, wir haben erstens ein sehr natürliches Produkt und zweitens ein Produkt, das mit sehr kurzen Wegen zu 100% verfügbar ist. Ausgenommen bestimmte Hopfensorten, die es bei uns nicht gibt, sind wir eigentlich in unserem Land und in unserer Region in der Lage, uns komplett zu versorgen. Jedes Jahr während der Sommermonate wird das Gelände einer Wiener Traditionsbrauerei für Besucher geöffnet. Früher hatte fast jede Brauerei ihre eigene Mälzerei. Und so ist noch heute der Darreturm eines der Wahrzeichen von Wiens 16. Gemeindebezirk. Einst war die Brauerei außerhalb der Stadt gelegen, in dem kleinen Vorort Ottergring, mit einer eigenen Quelle zur Trinkwasserversorgung und zum Brauen.
Daher haben sich die Menschen dort gerne angesiedelt. Und so ist die Wiener Stadt auch rund um die Brauerei gewachsen. Im alten Sudhaus wird die Geschichte spürbar. Heute lenkt eine Frau die Geschicke dieses Traditionsbetriebes. Gemeinsam mit ihrem Braumeister ist es Christiane Wenkheim wichtig, auch den historischen Wert der Brauerei zu dokumentieren. Längst vergessene Dokumente und Fotografien wurden nach und nach aufgearbeitet und bleiben so für die Nachwelt erhalten. Auch das alte Sudhaus von 1907 wurde behutsam restauriert. Ein Stück Zeitgeschichte, das die Veränderung im Lauf der Jahrzehnte sichtbar macht. Aber nicht nur die Technik hat sich gewandelt. Ich glaube, dass das Thema Bier halt über die Jahre sich auch immer weiblicher entwickelt hat und dass Bier durchaus auch etwas ist, was uns Frauen schmecken kann. Das ist das eine. Und das andere ist, ich habe halt diese wahnsinnig viel Liebe für diese Brauerei, weil wir als so viel hier gestaltet haben, haben die Brauerei umgebaut, wir haben sie geöffnet, dem Wiener Publikum und jetzt auch mit Brauwerk, unserer kleinen sozusagen Versuchsbrauerei, dass das eben ein Teil der Stadt ist und bleibt. Seit 2014 wird hier am Areal einer der ältesten Brauereien Österreichs in einem eigens errichteten Sudhaus experimentiert und in kleinen Chargen gebraut. Es soll Neugierde geweckt werden. Und so manche Kreation darf auch provozieren. Das Ziel ist hier einfach extreme, ein bisschen polarisierende Biere zu brauen, um den Leuten einfach zu zeigen, was kann man mit also den Hauptzutaten Wasser, Malz, Hopfen, Hefe eigentlich irgendwo ja, aus dem Thema Bier herausholen. Für uns als Braumeister, als Brauer ist es einfach eine tolle Sache, sich da kreativ auszuleben und das ist das, was wir eigentlich jeden Tag machen. Ja. Beim Maischen wird das geschrotete Malz mit Wasser vermischt. So werden nun die für das Lösen der Inhaltsstoffe des Bieres notwendigen Enzyme freigesetzt. In der Sudpfanne wird diese Maische erhitzt. Die Enzyme wandeln nun die Stärke in Malzzucker um. Der Anteil der im Sud gelösten Stoffe wird schließlich als Stammwürze definiert, die in Grad Plato gemessen wird. Mit einer genauen Rechenformel wird schließlich aus der Stammwürze der tatsächliche Alkoholgehalt ermittelt. Wesentlich mehr Wissen als eine Rechenformel haben die Biersommeliers des Landes mitzubringen. Alle 2 Jahre geht es für sie um den Staatsmeistertitel. Exakte Bierbeschreibung und Art der Präsentation zählen für die Jury. Hinter dem Wissen steckt langjährige Erfahrung und Leidenschaft für Bier. Das Bierfest am Hof im Zentrum von Wien ist mittlerweile zur Tradition geworden. Es ist ein Miteinander der kleinen Craft-Bier-Brauereien und der etablierten Großbrauereien. Einige der noch von Familien geführten Brauereien haben sich zusammengeschlossen und eine gemeinsame Interpretation des Lagerbierstils entwickelt. Und wenn ein Fass angeschlagen wird, gibt's Freibier. Die
Eine dieser Brauereien liegt im Waldviertel, in Zwettl. Im Braukeller wird das Jungbier genau unter die Lupe genommen. Neben Geruch und Geschmack spielen bei der sensorischen Qualitätskontrolle auch visuelle Reize eine Rolle. Danke. Was haben wir da für ein CO2-Gehalt? Wir haben da jetzt 5,2 Gramm Kohlensäure drin. Ja. Okay. Und davor bist du wunderschön vor. Schön, ja. Die Trübung ist auch recht angenehm. Jeder einzelne Reifetank wird analysiert und beurteilt, bevor das Bier die Brauerei verlässt. Neuen Kreationen gehen oft spontane Ideen voraus. Hier hat man es als kleinstrukturiertes Familienunternehmen manchmal einfacher. Wir sind in der Entscheidungsgeschwindigkeit flexibel. Das heißt, wir können Dinge sehr rasch umsetzen und wir können uns auch den Luxus und die Freiheit erlauben, in der Auswahl unserer Rohstoffe den nicht vielleicht billigsten Weg zu gehen, aber auf jeden Fall den Weg, der uns die Regionalität sichert, der die Wertschöpfung in der Region ermöglicht und garantiert. Das Waldviertel bietet beinahe alle Zutaten vor der Haustüre. Hier gedeiht der Hopfen rund um die Brauerei. Auch die verschiedensten Getreidesorten wachsen in dieser Landschaft. Sei es Hafer, Weizen, Dinkel und Roggen oder eben die Braugerste. Viele Möglichkeiten für neue Variationen. Dazu kommt das weiche Wasser, das sich um die Granitsteine schlängelt. Im nördlichen Waldviertel sowie im Mühlviertel erstreckt sich geologisch die böhmische Masse. Granit, Gneis und kristalliner Schiefer sorgen für weiches, mineralstoffarmes Brauwasser. Neben den klassischen Bierstilen wird auch getüftelt und Neues probiert. Das Ergebnis sind oft kleine, limitierte Editionen. Was hier mit verschiedenen Malzsorten, insbesondere dem dunklen Weizenröstmalz, eingebraut wird, ist ein Porter, eine alte englische dunkle Biersorte. Ständige technische Qualitätskontrollen und Analysen im Labor sind notwendig und begleiten den Brauprozess. Hey Christine, wollen Sie mal bitte Analyse von dem abgefüllten Bier machen? Dankeschön. Um jedoch ein neues Bier zu entwickeln, bedarf es zuallererst einer Vision im Kopf des Braumeisters. Wir machen uns einmal Gedanken, wir sitzen bei uns im Team zusammen und schauen einmal, was wir machen wollen. Dann schreiben wir mal raus, was sind die Eigenschaften, was sind die Charaktere des Bieres und wie können wir auf diesen Geschmack hinkommen. Ja, dann geht's los, Rohstoffsuche. Jetzt müssen wir schauen, was braucht man dazu, welche Hefen, obergärige, untergärige, spezielle Hefen. Was für einen Hopfen brauchen wir, sind es aromatische, sind es bittere, erdige, fruchtige Hopfen, ja. Und dann braucht man nur die verschiedenen Malze. Es gibt ja unendlich viele verschiedene Malzsorten und da muss man das richtige Verhältnis finden, wie es das mischt. Und dann geht's los, die Vision ist da, wir wissen, wo wir hinwollen und jetzt heißt es zum Umsetzen. Dann wird ein Rezept geschrieben, dann wird überlegt, wie kommen wir auf die Punkte hin und das ist dann wirklich so ein bisschen Gänsehautarbeit. Da geht's dann richtig los, wie man es machen kann. Und so schafft man meistens einmal im Jahr, dass man irgendeine spezielle Biersorte in diese Richtung kreiert. In der alten Braustadt Schrems ist Craft Beer schon längst kein neuer Trend. Der englische Begriff Craft steht für handwerkliche Herstellung. Vermehrter manueller Einsatz ist auch beim Bedienen der mechanischen Brauanlage notwendig. Die antiquiert wirkende Orgel des Braumeisters sorgt dadurch auch für Unterschiede im Ergebnis.
bin ein großer Freund von Balance und gerade beim Bier unterscheidet es halt dann die Pflicht von der Kür oder das Handwerk von der Industrie, wenn man ein bisschen mehr hineinlegt und sich mehr bemüht um Details. Und jede Biersorte muss auch anders im Charakter sein. Da bemühen wir uns auch darum, ob Roggen oder Pilz oder Märzen oder Hanf oder eben der Bock. Wir versuchen wirklich nicht einfach nur stärker, schwächer oder mehr oder weniger bitter zu machen, sondern mit verschiedenen Maischverfahren den Malzsorten, mit einem Karahel, mit ein paar speziellen Malzsorten, je nach einen eigenen Charakter zu geben. Und das ist das Schöne. Die Vielseitigkeit des Bieres zeigt sich auch bei diversen Wellness-Anwendungen. Vor allem die in der Maische gelösten Inhaltsstoffe des Malzes haben einige vorteilhafte Eigenschaften für den Menschen. Die Maische wird ja letzten Endes aus den aussprossenden Körnern von Weizen und Gersten gewonnen. Und das ist ein Embryonalgebilde. Und während der Embryonalentwicklung von Weizen und von Gerste müssen die Körner aufgespalten werden. Und dafür verwendet die Natur Enzyme, Amylasen zum Beispiel, Phosphatasen, die den Kern spalten und neues, hervorkommendes Leben ermöglichen. Und diese Enzyme sind auch im Menschen nicht uninteressant, weil sie das alte Gewebe auch aufschneiden und damit neuem Gewebe Platz machen. Eine Art Recycling. Darüber hinaus hat dieses embryonale Gewebe auch noch wichtige Proteine und wichtige Vitamine. Und dazu zählt die große Gruppe der Vitamin Bs. B wie Bier. Oder auch Biodiversität. Das Burgenland hat eine sehr hohe Dichte an Biobetrieben, bei denen Herkunft und Regionalität im Vordergrund stehen. Im Zickental, in der südburgenländischen Ortschaft Heugraben, sind nicht nur die Moorochsen zu Hause. Auch die Weidegans genießt hier freien Auslauf. Und natürlich gibt's hier auch Bier. Die Brauerei in Heugraben bringt hier in enger Nachbarschaft zum Weinbau auch manche Bierspezialität ins Glas. Im Mittelburgenland ist es der Dinkel, der schon von den Kelten als Getreide verwendet wurde. Verwandt mit dem Weizen gibt er nicht nur dem Brot, sondern auch dem Bier eine eigene Note. Rund um Kobersdorf gedeiht dieses Urgetreide. Hier hat eine kleine Brauerei ein Keltenbier eingebraut, das beim Keltenfest in der nahegelegenen buckligen Welt natürlich nicht fehlen darf. So wie die Kelten benutzen auch die Besucher alte Trinkgefäße. Nach alter Tradition wird auch das Bier mit Honig versetzt. Die Brauerei arbeitet ausschließlich mit Ingredienzien von befreundeten Biobauern. Es ist ein Bekenntnis zu Naturverbundenheit und wertvollen Rohstoffen. Braumeisterin in der kleinen Familienbrauerei ist Tochter Barbara. Hier darf der mittelburgenländische Dinkel im Bier nicht fehlen. Das Besondere ist, der Dinkel ist bei uns aus der Gegend ein Bio-Dinkel, der vermelzt werden kann. Das ist auch nicht was ganz Alltägliches. Und der Dinkel ist eigentlich ein Weizen. Und das Dinkelbier wird ja normalerweise obergärig gemacht. Das schmeckt dann wie ein Weißbier. Und wir haben es untergärig, schmeckt etwas anders. Erinnert aber ganz wenig trotzdem ans Weißbier, ist aber mit weniger Kohlensäure und das ist, glaube ich, ganz gut gelungen. Das Gebiet rund um den Neusiedlersee ist Ziel für viele Freizeitsportler. Und dort, wo Radler unterwegs sind, wird auch Radler hergestellt. Als Mischgetränk, das aus Bier und Limonade besteht, ist Radler für viele eine leichtere, erfrischendere Variante.
Die zartrötliche Farbe kommt von der Edelkirsche an den Hängen des Leitergebirges. Hier hat man alte Traditionen aufleben lassen und inmitten der Weingärten wieder vermehrt Kirschbäume gepflanzt. Mitten im pannonischen Trockengebiet am Rande des Neusiedlersees wird auf den Feldern eines Biobetriebes nicht nur mit der Fruchtfolge experimentiert. Auch Rinder, Hühner und Bienen haben hier ihr Zuhause. Den Schwerpunkt der landwirtschaftlichen Produktion bildet qualitativ hochwertiges Biogetreide. Und da darf die Braugerste nicht fehlen. Auf den Versuchsfeldern kommt nur alle 10 Jahre die gleiche Frucht aufs gleiche Feld. Durch den Fruchtwechsel wird erforscht, welche Fruchtfolge letztlich für den benötigten Eiweißgehalt der Braugerste sorgt. All diese Überlegungen haben auch mit dem Bierschaum zu tun. Wir sind angehalten, ein Mindestproteingehalt zu produzieren und es darf aber nicht einen gewissen Wert überschreiten. Eben, man kennt das für die Brauer in der Brauerei, wenn zu wenig ist, dann bekommt man keinen Schaum und wenn zu viel ist, funktioniert es auch nicht. Deswegen sind wir in einem gewissen Spektrum und wichtig ist, dass man die Fruchtfolge so plant, dass man das Protein zu dem optimalen Zeitpunkt auch zu einem richtigen Proteingehalt ernten kann. Gemeinsam mit Braumeister Markus Sautner aus Golz wird die Qualität der Bio-Braugerste vor Ort überprüft. Also wir sind jetzt da mitten im Bestand. Und wenn wir uns jetzt da eine Ähre nehmen, sehen wir da unten die Körner. Merkt man schon noch, dass die Körner sehr weich sind. Das heißt, wir brauchen schon noch ein paar Wochen, bis das Korn dann wirklich zu der Reife kommt, dass wir es ernten können. Ich hoffe, dass Proteingehalt, Keimfähigkeit, Enzymkraft sie gut entwickeln werden, sodass wir im Sudhaus dann Bio-Bier machen können draus. In der Brauerei arbeitet Markus Sautner nicht nur an traditionellen Biersorten. Ein besonderes Anliegen ist dem Braumeister auch der schonende Umgang mit Alkohol. Trotzdem soll es an Geschmack und Aroma nicht fehlen. Die Herstellung von alkoholfreiem Bier ist dabei eine Brauwissenschaft für sich. Es gibt 4 verschiedene Arten und Weisen, alkoholfreies Bier herzustellen. Diese Methoden entscheiden, ob überhaupt kein Alkohol drinnen ist oder ob das Getränk dann alkoholarm ist. Es ist nämlich so, dass alkoholfreies Bier sehr wohl Alkohol enthält, aber immer unter 0,5% Volumenalkohol. Das bedeutet, wenn ich mich dazu entscheide, vor der Vergärung das Bio-Bier alkoholfrei zu machen, dann kann ich 2 Arten nutzen. Zum einen ist das gestoppte Gärung oder das Kältekontaktverfahren. Und bei anderen Maßnahmen, wie zum Beispiel der Filtration oder der Destillation, versuche ich den Alkohol nachträglich aus dem fertigen Bier zu entziehen. Die verschiedenen Maßnahmen haben unterschiedliche Auswirkungen auf die Sensorik des Bieres und das ist dann je nach Belieben des Braumeisters einzustellen. Wir haben uns entschieden für eine Kombination aus verschiedenen Methoden zur Herstellung des alkoholfreien Bieres und dann haben wir sich ganz gedacht, na, das können wir beim Weißbier aber auch machen. Bier hat eine große Vielfalt. Die Brauerinnen und Brauer sind es, die mit ihren individuellen Rezepturen dafür sorgen, dass natürliche Rohstoffe ins Glas kommen. Und es steckt noch mehr in dieser flüssigen Landschaft. Entschleunigung, Geselligkeit und vor allem Lebensfreude.